sehr viel undurchsichtig. Man wird einfach nur mit den Ergebnissen konfrontiert, die meistens auch dann teilweise nicht so prickelnd ausfallen. Und ich glaube, damit sind die Bürger schon mal relativ unzufrieden oder sehr unzufrieden. Und es ist halt auch ein Bild, was wirklich weit verbreitet wird. Ja, die Manager sind alle überbezahlt und sind alle korrupt. Einmal wird es die Leute geben, die halt schon immer ihren Frust loswerden wollten, und auf der anderen Seite auch bestimmt die, die auch konstruktive Ideen und Vorschläge mit einbringen werden. Ich finde, die Manager sollten sich auch Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Beim Thema Energiewende, dass da auch mal die großen Energiekonzerne sagen, ja, wir gut, Profit wollen wir auf jeden Fall noch machen, aber was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass wir die Energiewende schaffen. Und ich denke, wenn da wirklich viel Mühe reingesteckt wird, dass man dann auch die Leute ein bisschen dazu kriegen kann, wieder Vertrauen in unsere Wirtschaft zu haben, dass sich dann auch vielleicht die schwarzen Schafe unter den Managern auch vielleicht dann auch ein Beispiel dran nehmen, dass es auch anders gehen kann. Der Manager kann aber vielleicht sein Vorgehen beschreiben. Also auch unschöne Dinge, die notwendig sind. Also wenn sie sich dann halt gut präsentieren und einem halt auch wirklich Frage und Antwort stehen, dann ist das ja auch gut für die. Ich bin davon überzeugt, dass es auch gute Manager gibt. Ich glaube, das Problem ist, dass die vielleicht nicht so stark in die Medien kommen, wie eben die, wo es schief läuft. Dass man Gruppen gründet und sich, es ist halt einfach einfacher, wenn man mit vielen Leuten was zusammen macht. Ich denke, da gibt es eine Bedingung für, und zwar, dass mit einem echten Namen gepostet werden sollte. Ehrlich und authentisch. Ist das der Manager selber oder ist es eine PR-Abteilung? Ich denke, dass sowas auf jeden Fall funktionieren kann. Man muss halt die Leute, wie ich denke, bei jedem anderen Thema auch erstmal dazu kriegen, zuzuhören und nicht immer diese schlechte Meinung, die man ja schnell verbreiten kann, dann wieder aufzugreifen. Fakten geben und alles begründet widerspiegeln, also nicht einfach so nur reden, sondern auch Fakten dazu geben oder Daten, einfach irgendwas zum Unterlegen seiner Aussagen. Ich finde es mutig, wenn jemand mit seinem klaren Namen für was eintritt und möglicherweise sich dann auch Kritik gefallen lässt. Und wenn der direkte Austausch dann da stattfindet, kurz und knapp und nicht so viel drumherum geschwafelt, wie es im Moment meistens ist, dann würde das auf jeden Fall funktionieren, denke ich.